die Kultur nicht zu verlieren. In Berlin schafft man nur, wenn wir unsere Sprache sprechen zum Beispiel. Wenn wir das Essen kochen und essen und anderen auch mitteilen über unsere Kultur. Ja, und das Zusammensein mit der Familie, das ist auch ein großes Thema und das ist auch, was die Kultur sehr prägt. Die Schwestern Melanie und Anne-Ronette Kovac sind in San Pablo auf den Philippinen geboren. Ihre Mutter geht 1986 als Krankenschwester nach Berlin, heiratet einen Deutschen und holt die Mädchen 5 Jahre später nach. Da sind sie 9 und 10 Jahre alt. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter damals weggegangen ist. Allerdings sind wir auf den Philippinen auch eine große Familie, das heißt auch viele Cousins und Cousinen. Und dort ist es ja eigentlich ganz typisch, dass man bei der Oma aufwächst, bei der Lola. Also das heißt Lola bei uns. Und sie ist eigentlich so Eltern- oder Mutterersatz. Ich kann mich erinnern, dass ich doch die Zeit eine glückliche Kindheit hatte. Und meine Oma und meine Tanten und alle, die dort waren, das immer so diese kleine Lücke füllen konnten. Nach der Schule machen Melanie und Anne-Ronette Kovac in Berlin eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Ihr Ziel, ein eigener Laden. 2011 ist es soweit. Sie eröffnen das Restaurant Pan. Es ist eine Mischung aus asiatischer Küche und spanischer Küche. Allein wegen der Kolonisierung der Spanier lange Zeit haben wir halt auch sehr viel übernommen von denen. Sei es die Sprache, sei es das Essen oder ein bisschen von der Kultur. Und das macht das, glaube ich, so ein bisschen besonders. Es ist nicht zu überwürzt mit irgendwelchen Kräutern, nicht zu scharf wie zum Beispiel das thailändische Essen, nicht so überwürzt mit Kräutern wie das vietnamesische Essen, sondern es ist so ein Mittelmaß. Beef Tapper ist auf den Philippinen ein Klassiker. Auf den südostasiatischen Inseln wird gerne herzhaft gegessen und das zu jeder Tageszeit. Außerdem mindestens 6 Mal am Tag und immer warm. Das Besondere am Beef Tapper ist die Marinade des Fleisches. Neben der Sojasauce sorgt vor allem das Anatto-Pulver für die dunkle Farbe der Marinade. In Europa ist das Gewürz weniger bekannt, aber in asiatischen Supermärkten erhältlich. Für einen intensiven Geschmack sollte das Rindfleisch mindestens 1 Stunde in der Marinade durchziehen. Reis gehört auf den Philippinen zu jedem Essen dazu. Auch das Beef Tapper wird mit gegrilltem Gemüse und Duftreis serviert. Es ist der absolute Bestseller im Restaurant Pan. In der Kindheit haben wir das sehr, sehr oft gegessen, meistens zum Frühstück. Da wird ja auch deftig gegessen. Es gibt zum Frühstück, Mittag und abends Reis und dann gibt es halt was Deftiges zusätzlich, weil Frühstück ist das Wichtigste bei uns auf den Philippinen, wie auch. Deshalb haben wir das auch auf der Karte, auch als asiatisches Frühstück, den Beef Tapper. Die Schwestern sind nicht nur in der Küche kreativ, auch bei der Gestaltung des Lokals haben sie viele Ideen. Als sie das Restaurant übernehmen, bauen sie es innerhalb von 3 Wochen um. Die Bilder hat Anne-Ronette Kovac gemalt. Die Zahlen an der Wand sind Geodaten, die unter anderem zu ihrem Geburtsort San Pablo und der philippinischen Hauptstadt Manila gehören. Im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg haben Melanie und Anne-Ronette Kovac das weltoffene Publikum, das sie sich wünschen. Viele junge Familien und Berliner, die gern Neues ausprobieren. Auch wenn die Schwestern sich von anderen asiatischen Ländern kulinarisch inspirieren lassen, ihre Basis bleibt die philippinische Küche. Hello po mga kaibigan, mga kababayan. Ang niluto ko po para sa inyo ngayon ay beef tapa. Sana po magustuhan niyo po at sana po ma-visit niyo po kami dito sa aming resto. Kain na po kayo.